So, Marian Grunde ist bei mir im Studio. Marian, du hast dir die ganze Sache noch mal so ein bisschen angeschaut und auch mal so eingeordnet, so die Räumlichkeiten. Wie groß ist das? Wie einfach, wie schwer ist es, da tatsächlich aufs Gelände zu kommen? Ja, genau, das fragt man sich ja. Wie schaffen es die Aktivisten immer wieder aufs Rollfeld? Und wir haben uns die beiden Flughäfen und auch die Aktion heute noch mal genau angeschaut. In Hamburg ging es dann auch schon am frühen Morgen relativ früh los, dass die Klimaaktivisten sich eben Zugang zum Flughafen verschafft haben. Das ist wohl mit Schneidern passiert. Also man hat sich da durch den Zaun durchgeschnitten. Der Hamburger Flughafen, der ist umzäunt. Insgesamt 22 Kilometer Zaun um das ganze Gelände. 570 Hektar ist es insgesamt groß, also ein großes Gelände. Das wird auch gesichert, allerdings nur bestreift. Also es gibt keine elektronische Rundumsicherung, die dann dazu führen würde, dass man eben Zugriffe machen könnte, schneller dahin fahren könnte, wo die Klimaaktivisten dann eben dieses Loch geschnitten haben. Was das konkret für Auswirkungen haben? Hier sehen wir die beiden Klimaaktivisten, die sich dann um 6.10 Uhr auf das Rollfeld begeben haben und wo das Ganze dann eben auch zum Erliegen gekommen ist. Das war der erste Tag der Sommerferien in Hamburg. Also ein enormer Schock für viele, die jetzt in den Urlaub fahren wollten, die ihre Flüge gebucht haben, die jetzt eben dann auch nicht einchecken konnten, nicht boarden konnten oder eben auch in den Maschinen sitzen. Denn tatsächlich gab es heute, sollte es heute geben, 330 Starts und Landungen. Was aus denen wird, das ist noch unklar, denn noch immer gibt es Aktivisten da auf dem Rollfeld, die jetzt gelöst werden müssen. 50.000 Passagiere sollten heute eben abgefertigt werden. All das ist eben überhaupt nicht möglich jetzt mehr. Und es kommen ja immer mehr Passagiere auch in das Terminal. Also da großes Chaos, das aufzuheben, das wird ganz schön herausfordern. Das große Problem war eben aber auch, dass hunderte Menschen in den Maschinen selber waren, also zum Abflug bereit waren, nicht starten konnten. Die wurden dann von den Airlines teilweise mit Getränken versorgt. Aber auch da hat man sich eben gefragt, naja, wie geht es jetzt weiter? Und die Stimmung da an Bord natürlich extrem schlecht. In Düsseldorf, das schauen wir uns jetzt hier auch nochmal an. Der Düsseldorfer Flughafen, der war auch betroffen. Ein wichtiger Flughafen in NRW gibt es schon Sommerferien. Das ist der drittgrößte Flughafen Deutschlands. Aber auch für viele Holländer aus den Niederlanden fahren eben viele Menschen nach Düsseldorf, wollen von dort in den Urlaub starten. Da gab es dann auch heute Morgen schon um 6.15 Uhr den ersten Klimaaktivisten, der sich dort auf die Fahrbahn geklebt hat, auf die Startbahn. Polizeihubschrauber waren dann dort im Einsatz. Man wollte eben schauen, ob im Gelände drumherum, ob in den Wäldern drumherum tatsächlich noch mehr Aktivisten warten, um weitere Aktionen zu starten. Das große Problem und das Gefährliche war hier, dass mehrere Flugzeuge den Landeabflug, Anflug abbrechen mussten und dann nach Köln-Bonn umgeleitet wurden. Das ist eben gefährlich, denn die Flugzeuge, die waren schon im Landeanflug. Also da extrem gefährliche Eingriffe. Die Umleitung nach Köln-Bonn, die gab es dann für einige Flieger. Die sind dann umgeleitet worden. Dort konnten die Leute dann aussteigen. Für Umsteigeflüge war das natürlich aber eine Katastrophe. Auch da fällt dann der Urlaub natürlich gewissermaßen ins Wasser. In Düsseldorf auch wieder hunderte Menschen in den Maschinen. Da gab es wohl auch Durchsagen von den Piloten. Die haben dann die Klimaaktivisten als Klimaterroristen bezeichnet. So hört man es aus den Maschinen. Also da auch die Stimmung enorm schlecht. Seit 8 Uhr begann der Flugbetrieb dann aber wieder zu rollen. Es gibt immer noch Störungen, immer noch Schwierigkeiten, aber der ein oder andere Flieger, der kann starten und landen. Ja, in Düsseldorf liegt das vor allem daran, dass eben nicht alle Startbahnen blockiert wurden, so wie in Hamburg. Also da ist der Flugverkehr so langsam wieder ins Rollen gekommen. Also etwas aufatmen in Düsseldorf. Marian, recht vielen Dank. Und gerade kommt auch die Eilmeldung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen ist zumindest schon mal wieder aufgenommen worden. Da gab es ja, Marian hat es ja gerade erklärt, am Morgen Schwierigkeiten oder musste eingestellt werden, weil sich eben Klimaaktivisten festgeklebt hatten auf dem Fluggelände. Also Hamburg läuft wieder, was aber nicht heißt, dass da alles schon wieder pünktlich läuft. Da muss noch einiges aufgearbeitet werden, was seit den frühen Morgenstunden am Boden blieb. Düsseldorf, da haben wir noch keine Informationen, wie da der aktuelle Stand ist. Aber wir halten Sie natürlich hier bei Welt auf dem Laufenden.